Moin Moin aus Leipzig. Morgen starten wir mit dem CDU-Parteitag 2019 und wir von der Jungen Union treffen uns jetzt nochmal mit unseren Delegierten zur Vorbesprechung. Ich nehme euch mal mit rein. Aber im Vorhinein möchte ich noch mal ein paar JUler abgreifen und die so fragen, wie die Stimmung hier so ist. Auf was freust du dich denn nun am Morgen am meisten? Ja, vielen Dank, Julie. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Wiebke Winter. Ich bin die Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen und ich darf unseren Arbeitskreis Mehr Mädels leiten. Das heißt, für mich wird dieser Frauenquotenantrag besonders spannend und worauf ich mich natürlich besonders freue, ist dann das Leipzig Live auch zu sehen. Du hast ja jetzt eben gerade schon die Frauenquote angesprochen. Wie ist denn unsere Position der JU dazu und vielleicht auch deine ganz persönliche? Ja, genau, das stimmt. Also ich lehne diese Frauenquote ehrlich gesagt ab, weil ich setze darauf Qualität statt Quote. Ich glaube, wir haben super viele Top-Frauen in der Jungen Union. Wir brauchen die Quote nicht. Vielen Dank für dein Statement und wir freuen uns jetzt auch auf deinen ersten Delegiertenabend und natürlich auf den morgigen Tag. Und nun habe ich hier einen weiteren Gast bei mir, nämlich Florian. Magst du mal erzählen, wo du herkommst und was du vielleicht machst und wie lange du schon in der JU bist? Ich bin der Florian Braun, ich komme aus Köln, bin Landesvorsitzender der JU NRW, aber Delegierter für meinen CDU-Kreisverband und bin jetzt, glaube ich, tatsächlich schon zum 10. Mal dabei. So, morgen stehen natürlich auch viele Inhalte auf dem Plan beim CDU-Parteitag. Was sind deiner Meinung nach die Inhalte, die am meisten diskutiert werden? Was steht überhaupt da auf dem Plan? Also ich glaube, im breiten Fokus steht die Grundrente, die Urwahl, der Huawei-Antrag, aber auch von uns als JU eingebracht zum Beispiel auch die Themen Meisterprämie und Gesellenbonus. Dafür lohnt es sich zu kämpfen als junge Generation. Vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und ich wünsche dir viel Spaß beim CDU-Parteitag 2019. So, ich habe hier noch eine unserer vielen Delegierten, nämlich Romina, die sich auch unseren Fragen oder meinen Fragen stellen wird. So, morgen geht der Parteitag so richtig los. Was sind denn so deine Highlights deiner Meinung nach? Worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich tatsächlich morgen mal auf diese elektronische Abstimmung, ob das alles so klappt und wie digital und neu wir so alles sind. Ansonsten natürlich auch spannende Debatten. Wir haben als JU ja auch viele Anträge am Deutschlandtag schon eingebracht und die wollen wir natürlich jetzt auch hier durchsetzen beim Parteitag. So, ihr Lieben, ich habe natürlich auch noch unseren JU-Bundesvorsitzenden hier bei uns vor der Kamera. Lieber Tillmann, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Leipzig Live. Und dann frage ich dich auch schon mal gleich, was wird hier gleich bei der JU-Delegiertenbesprechung so ablaufen? Worauf freust du dich am meisten? Ein ganz spannender Parteitag, das erste Mal in neuer Funktion. Es macht super viel Spaß, jetzt schon in der Vorbereitung. Wahnsinn, wie viele Journalisten anrufen und fragen, wie wir zu einzelnen Anträgen stehen. Also die Bedeutung der Jungen Union ist einfach unheimlich hoch. Und deswegen freue ich mich, dass wir wieder so viele Delegierte aus den Reihen der Jungen Union haben. Ihr seht, der Saal füllt sich schon und von daher werden wir hier wieder kräftig Gewicht auf die Platte bringen. Und da wollen wir natürlich unsere Anträge durchsetzen. Was sind denn so besonders wichtige Anträge deiner Meinung nach? Wir haben eine ganze Zahl, ich glaube über 50 insgesamt an Anträgen, die wir einbringen und wofür wir natürlich streiten. Aber drei sehr kritische Themen, die wir nochmal auf die Platte gebracht haben, ist sicherlich das eine, dass wir einen digitalpolitischen Neustart wollen, dass wir eine Urheberrechtsreform 2.0 uns wünschen, dass wir auf der anderen Seite beim Thema Grundrente nochmal klar gemacht haben, dass es am Ende keine bedingungslose Grundrente geben darf, sondern dass der Kompromiss in Gänze umgesetzt werden muss. Und der dritte Punkt ist natürlich etwas, was in den letzten Wochen und auch schon beim Deutschlandtag sehr viel beachtet war, das Thema Urwahl und wie wir mehr die Mitglieder mit einbeziehen können. Das werden so, sage ich mal, so die drei Highlights, glaube ich. Also freut euch mit uns auf einen spannenden Tag. Wir freuen uns, wir haben Bock, würde ich sagen. Und jetzt starten wir gleich erstmal mit der Delegiertenvorbesprechung. Auf jeden Fall. Bis dann.